an einem normalen Donnerstag, nach 6 Stunden Schule und bei strahlendem Sonnenschein. Das Leben, das ich bis dahin kannte, wurde von einer Sekunde auf die andere zerstört. Sie haben mir heile Welt vorgespielt, dabei war meine Welt gerade am Untergehen. Danach sollte nichts mehr so sein wie zuvor. Unser Haus. Hübsch, oder? Das war mein Zimmer. Und da haben sie gewohnt. Meine 2 Superhelden. Mama und Stefan. Mama als Hausfrau auf dem Weg zur Heilpraktikerin. Ja, ich weiß. Sie sieht nett aus. Ist sie auch. Aber Mann, horrorfreundlich, horrorwitzig, horrorlieb. Wie soll man sich da bitte abgrenzen? Mein Stiefvater. Immer lustig, immer großzügig und immer gut gelaunt. Seit 10 Jahren mit Mama verheiratet. An Weihnachten war die Welt noch in Ordnung. Dachten wir. Rudolph, Red-Nosed Reindeer, had a very shiny nose. Danke. Guck mal, Mama, von Alina. Ein Freundschaftsring. Der ist hübsch. Den habe ich extra für dich gemacht. Ich kann nicht mehr. Was ist denn das? Ja, es ist für ein Wohnmobil. Ich schenke dir ein Wohnmobil. Also euch. Uns. Na, was sagt ihr? Du willst Campingurlaub machen? Ja, klar. Wir fahren nach Spanien oder Toskana oder wohin ihr wollt. Und der ist gebraucht. Retro. Wollt ihr mal sehen? Ja, komm. Ein Wohnmobil. Damals konnten wir uns das noch leisten. Damals. Vor dem besagten Donnerstag. Ich war mir wirklich sicher, ich krieg das hin. Ich war mir sicher, irgendwie. Keine Ahnung mehr. Die Bank. Was heißt das? Alles. Alles heißt nichts. Es ist alles weg und nichts gehört uns mehr. Stefan hat sich verspekuliert. Es gab ein Insolvenzverfahren und bezahlen mit unserem Haus und allem eben. Ihr verarscht mich, oder? Nee. Hast du das gewusst? Nein. Und wieso hast du nichts gesagt? Weil ich euch überraschen wollte. Wir müssen jetzt zusammenhalten und versuchen, ruhig zu bleiben und nachzudenken, ja? Bitte. Was wird jetzt aus uns? Das kann gar nicht sein, nee. Ich hab wirklich... Kein Witz, so war das. Schon mal ein Haus in 2 Tagen geräumt? Hat was von Titanic. Alle raffen zusammen, was geht, aber nichts lässt sich halten. Moment, Moment, das geht nicht. Das ist mein Laptop. Den brauche ich. Viel wichtiger als dein Internet ist heute Nacht ein Dach über dem Kopf. Heute Nacht? Da müssen wir eben zu Oma. Nein. Mein Gott, sie wird so früh oder später sowieso erfahren. Tja, und dann kam Mama die Idee. Den können sie uns nicht nehmen. Der gehört nur mir. Ja, und dann ging unsere wunderbare Reise los. Unsere Reise in den Sonnenuntergang. Streicht Sonne, Untergang reicht.